nicht unendlich farmen am Tag. Das ist halt so eine Art Begrenzung. Du kannst Kräuter farmen, du kannst Bäume absägen, du kannst Erze damit machen und jedes braucht halt so ein paar AP. Guten Morgen, Sunny. Und das, du kannst jetzt zum Beispiel nicht wie in New World dich 24/7 in den Wald stellen und Holz. Das Spiel sagt nein, das kannst du nicht. Genau. So, als Beispiel. Was kommt das Gutes hier, das Ansehen? Habe ich gestern gemacht. Ich habe es irgendwie angenommen und dann habe ich hier irgendwas gemacht und dann hat er irgendwann gesagt, ist okay. Jo. Ich hatte das halt gleichzeitig mit der Jagdquest gemacht. Dann hatte ich gestern 300.000 XP bekommen, weil ich schnell viele Mobs getötet habe. Aber ich habe jetzt hier keine mehr, keine Jagddinger mehr hier. Die Jagddinger finde ich immer nicht schlecht, aber sind da doch low jetzt hier. Was für Jagddinger soll ich denn? Ich will in diesem PvP-Gebiet nicht. Ich möchte das aber nutzen, indem ich eine Quest mache. Wissen Sie, wie ich meine? Kombinieren. Kombinieren. Das ist hier. Ja, kann ich auf ganz den Arsch schieben, diese Scheiße, ey. Ich suche noch gute Jagddinger, die meinem Level entsprechen hier. Ja, das ist kacke hier. Ich habe keine direkte Quest jetzt hier. Ja gut, dann machen wir das hier. Die Endlose habe ich. Okay, mal schauen. Was ist eigentlich hier für? Was hat der dafür für Schweinereien? Leben, Leben. Das war nicht ganz cool gestern. Das ist eigentlich okay. Kann man, glaube ich, Lederdings da. Aber keine Ahnung, bis das brauchen. Schauen wir gleich mal. Bin ja mal gespannt mit dem Damage. Ich würde sogar meine Skillung testen, weil die haben wir vorher auch getestet. Und meine Skillung hat ja noch mehr Punkte. Gucken wir mal kurz. Genau, deswegen will ich die gleiche Skillung spielen. Ich will die gleiche Skillung spielen wie vorhin. Da muss ich dann was rausnehmen. Warte. 56 Punkte. Hohn ist ohne das nicht spielbar. Darf ich keine? Ich kann hier keine Punkte rausnehmen, Alter. Hohn ist... Dann spiele ich halt Hohn nicht. Was nehme ich denn da raus, Alter? Ich will die Skillung vergleichen. Ohne Hohn ist das halt ein bisschen doof. Ja gut, egal. Tu mal's raus. Muss ich schauen mit wegen den Punkten dann. Dann tun wir hier halt... Hier, Reflexion, vergelte Aura. Passt, egal. Mach mal rein. Okay, ähnliche Skillung. Nur halt ohne Hohn. Ohne, also ein bisschen weniger Angriffstempo. Und ohne Heilung. Aber wir haben ja Heilung. So, wir haben ja gesagt, dass wir das hier machen. Achso, habe ich ja nicht mehr das Ding. Stimmt, ich habe das nicht mehr mit der Heilung. Okay, dann mache ich ja gar keine Heilung mehr. Machen wir das mal. Habe ich da 4K gesehen kurz? Ich will jetzt auch keine 20. Ich brauche schon noch mehr Punkte. Was soll ich denn dann noch nehmen? Jetzt muss ich die Runen. Erstmal kann ich das Schild versuchen abzugraden, oder? Damit es kaputt geht, damit ich wieder auf das alte gehen kann. Ist das nicht das erste Ziel? Ist das nicht das erste Ziel? Habe ich nur minusstelligen Bereich? Kann ich das machen? Wenn ich dann meine Schulden abgeben kann, kann ich das machen. Nein, Lebensunterhaltungskosten pro Monat von Tau im Minus seit 4 Jahren. Weil kaum Support und keine Unterstützung. Fünfstelligen Bereich. Mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich verschuldet. Wegen Leben halt. Du hast so viel mehr als ich. Da hast du mehr als ich. Ich krieg viel weniger. Aber egal, das ist nicht das Thema. 4381 habe ich gesehen. 4381. Habe ich nicht, kriege ich nicht. Habe ich schon probiert, habe ich schon gemacht, kriege ich nicht. Es ist nicht so einfach meine Situation. Mit der Krankheit, mit dem allem, mit der Arbeitsunfähigkeit und so. Kriege ich nicht. Das ist viel zu viel. Das wäre das über das Doppelte, was ich jetzt kriegen würde, was ich jetzt kriegen würde. Kriege ich nicht. Ich glaube sowieso, ich da Kopfschmerzen habe und mir es immer psychisch noch schlechter geht. Weil ich immer... Erstmal 24/7 hast du Schmerzen in den Füßen und kannst nicht wirklich leben. Also was du machst, ist halt eine Challenge. Dann hast du noch so eine scheiß Kopfschmerzen, weil der Staat dich fickt. Klinik aufhalte kann ich vielleicht mithalten. Therapien, Untersuchungen, Tabletten, verschiedene verstrahlt wurde ich halt auch schon, wollte ich gerade sagen. Strahltherapie habe ich auch schon hinter mir. Ultraschalltherapie, was weiß ich für Therapie. Dingstherapie, so viel Therapie kann ich gar nicht mehr aufziehen. Gar keinen Bock auf sowas, ey. Was macht das? Das macht es nur schlimmer. Ich habe nur mehr Schmerzen. Habe ich auch schon probiert. Rentenversicherung gibt einen Scheiß drauf. Das war auch in der Corona-Zeit und die geben einen Scheiß drauf. Nur Kopfschmerzen. Die wollen nichts rausrücken. Ich hatte damals aus Corona angefangen, habe das ja beantragt. Dann wurde ich erstmal dreiviertel Jahr habe ich später einen Termin bekommen. Ja, weil Corona halt, ne? Und dann wurde ich überprüft und dann, obwohl ich mich eigentlich nicht mehr bewegen kann. Wenn du mich so sehen würde, in Real Life nicht bewegen, anders wild, aber egal. Ich bin 41 geworden im April. Ja, man misst sich ja eh nicht. Also, jeder ist seine eigene Scheiße das Nächste. Aber, ja, ist halt nicht einfach. Egal. Wichtig ist jetzt, dass ich hier... Ich kann es halt jetzt so aktuell eh nicht ändern. Ich habe so viel probiert und ich stoße an meine Grenzen und das ist halt einfach nur zum Kotzen. Von daher passt das schon. Ich bin ein bisschen im Stream, ich spiele mit euch ein bisschen, ich quatsch mit euch und das, was da sonst passiert, ist halt das Ende und der Untergang. Aber ist wurscht. Das ist schon okay. Ich glaube nicht, dass du dich dann erinnern kannst. Ich glaube nicht. Also das ist gelogen. Du kannst dich nicht mehr erinnern, was gestern war, Alter. The fuck? Hör auf zu lügen hier. Imagine. Das ist so ein Frechdachs hier. Ganz. So,
So. Der erste Schritt, das Schild versuchen abzugraden. Kriegen wir ein bisschen hin, dass es lebt, dass es nicht zerstört wird. Ich habe schon bei 85% Upgrade-Schauen-Sachen nicht geschafft. Komm schon, ich brauche... Ja, jetzt sind sie mich da dran hindern. So. Achso, ich muss ja diese Quest hier machen. Stimmt, machen wir die Quest erst. Hier ist doch nichts. Hier sind vielleicht ein paar, hier ist nichts. Töte Mobs hier in der Umgebung, oder was? Ah, die da. So, also ein bisschen mehr Damage-Output scheine ich zu haben. Als vorher. Ob ich das beim Boss anwenden kann, weiß ich nicht. Aber immerhin habe ich jetzt eine fünfte Taste, die ich nicht weiß, was ich mit der machen soll. Ich hatte gedacht, hier bin ich glücklich und geil noch ein Skill, aber irgendwie brauche ich den gar nicht aktuell noch. Vielleicht später dann. Mit der 12er Support hast du mehr... Ja gut, da hast du recht. Da muss ich jetzt wieder rankommen. Ich weiß nicht, ob ich Kohle für das habe, wenn ich mit sowas anfange. Ich kann ja nichts machen. Von Minus kann ich nichts bezahlen. Wegen Anwalt. Bringt mir auch nicht so viel hier. Das könnte gehen, was du da schreibst, ja. Aber weiß ich nicht, ob ich hier Kraft und Geduld habe für das. Ich will erstmal die nächsten Untersuchungen hinter mich bringen, die nächsten Therapie. Und dann gucken wir mal. Achso, nee, habe ich nicht gemacht, Chiller. Problem ist halt, ich bin halt so in so einer Zwischenphase. Ich bin halt krank. Bin halt auch nicht theoretisch nicht wirklich arbeitslos. Kann die Arbeit nur nicht antreten, weil ich halt krank bin. Und da sieht sich halt keiner so wirklich in der Pflicht zu helfen. Aber schon brenzlig ohne Heilung, Alter. Die ohne Heilung. Muss ich das abnehmen? Nicht machen. Okay. Stress abnehmen ist immer geil. Damage dann und dann auf Stamina. Man kann es nicht ausschalten, gell, die Fehlermeldung hier. Dieses Stehenbleiben ist so gefährlich mit dem Hammer. Ja, okay. Aber WoW zum Beispiel hat einfach Audio-Fehlermeldung aus, damit man die Beschwerden nicht mehr hört, wenn man oben ist oder so. Das meine ich jetzt. Ich muss mal kurz hier wegen der Heilung mal kurz auf ein anderes Ding wieder gehen. Sonst sterbe ich noch und verliere XP. Mir würde es schon mal reichen aufzustellen, der Spieler hat was auf 9 gemacht. Ich gehe nochmal kurz auf das Schild zurück, damit wir Heilung haben. Damit wir Heilung haben, danach machen wir das dann schon. Dann tun wir das Schild umwurscheln, das andere. Hi. Die Skillung, das hier mit rein, okay. Wie viel Punkte ich jetzt habe, Alter? Warum denn? Was hast du denn getan? Nur wegen dem Schild, oder was? So krass. Habe ich? Hä? Das hier? Ach, komm, lass mich doch jetzt eine Sekunde kurz da gucken. Das kannst du nicht ausdenken. Eine Sekunde kurz da schauen, mein Freund. Moment. Das hier und oben das Doppelding. Das da. So habe ich gar nicht die Punkte. Okay. Du kannst. Abklingzeit. Yes, da habe ich es. Jetzt hat. Ich dachte schon. Moin, Nachtschatten, was geht? So, machen wir das Ding hier. Du hast eben gewunken. Oh, okay, habe nicht zurückgewunken. Tut mir leid. Achso, habe ich eigentlich gesehen. Ich bin da nicht so aufmerksam. Ich schaue auf meinen Schau und fertig. Und lese immer komische Sachen und schau Chat. Tut mir leid. Lag jetzt diesmal nicht an dir. Oder vielleicht noch? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Zum Teufel. Dann wink ich dir halt eben hier zurück, schau. Moin. Ist doch viel mehr wert als in so einem komischen Spiel. Was meinst du? Na, jeder wäre es verdient, Chiller. Jeder wäre es verdient. Aber danke, Jungs und Mädels im Chat, für die Tipps. Weiß ich es echt zu schätzen. Ist halt nur ziemlich schwierig. Ich rede oft drüber, noch gerne drüber. Nur manchmal tue ich mir da auch ein bisschen schwer. Und ich wollte jetzt mich hier ein bisschen noch konzentrieren und versuchen, die Skillung und alles zu machen. Ist nicht immer einfach und danke für die Tipps. Gigantisch so, also das ist eigentlich so gut so zu farmen. Ich fühle das. Da hast du wahre Worte. Also mir ist im Endeffekt fast scheißegal, wie oder was passiert. Ich würde mir nur wünschen, dass ich zumindest in meinem Leben eine Minute lang schmerzfrei werde. Ich brauche kein Geld, ich brauche kein Gold, ich brauche keine Coins. Eine Minute lang in diesem Leben noch schmerzfrei und dann von mir aus kann der Sense mal kommen und sagen, komm, sag ich mir, I'm ready. I'm ready. Wenn er vorher kommt, ist auch okay. Kein Problem. Aber es wird halt nice. So eine Art Erfolg. Ist wieder mein nächster Anlaufpunkt. Neurologe sind keine Gescheiden. Find da mal einen richtigen. Nur nervig. Generell ist das Problem mit den Ärzten, die hören dir nicht zu. Du machst einen Termin, dauert dann je nach Lage, entweder ein halbes Jahr, plus, minus. Dann gehst du hin, wartest im Warteraum nochmal 1 bis 2 Stunden, hast 30 Sekunden Zeit, willst deine Lage erklären, dann wirst du irgendwie abgestempelt, als haben dir nicht zugehört. Beim letzten Neurologen, wo ich war, habe ich schon ein paar Mal erzählt im Chat. Da, ich habe hier mal so eine kleine History dabei. Ich habe hier Untersuchungen. Ich habe ja Berichte von Strahlentherapie, von MRT, von dies, das. So eine kleine History, ist ein Schnellhefter/Ordner dabei. Da muss man mal kurz reinschauen. Ich gehe hin, ich warte, ich habe lange Termine, Dings, das. Gehe hin und dann komme ich da rein, sag Hallo und habe gesagt, schauen Sie mal, ich habe hier ein paar Sachen, die sind schon gemacht mit mir. Haben Sie vielleicht eine Idee oder einen Vorschlag, was wir machen könnten? Das ist hier und da habe ich Schmerzen. Dann schaut sie das 10 Sekunden an, nimmst du das Ding schon neben sich, macht das gar nicht auf und sagt, ja, ich bin bestimmt irgendwie ein Alkoholiker oder so ein Scheiß. Tut irgendwas in seinem PC eingeben, schickt mich weg, tschüss. Ohne Zuhören, ohne wirklich Untersuchung, einfach tschüss. Und dann muss ich diese Berichte meinem Main-Arzt geben und dem Amt vorweisen. Ja, halbes Jahr gewartet, im Wartezimmer rumgetrollt worden und dann reingegangen und 30 Sekunden Gespräch, Ende.
irgendwelche Routine-Scheiße und das war's. Und immer so geht's. Sie hören eigentlich zu, die haben keine Zeit für dich. Interessiert sie halt überhaupt nicht, was du hast. Deswegen denke ich mir, hat so ein Arzt nichts uns geschworen, den Menschen zu helfen? Die interessiert jetzt einen feuchten Dreck. Wenn irgendwas außerhalb der Routine ist, einfach nur, ist es ihnen scheißegal. Es gibt auch Alternativmedizin und alles, das ist auch ganz geil, aber das kostet ja ultra viel Kohle, sowas zu, ne, die Behandlung. So, wo gehen wir hin? Achso, wir sind in der Nähe von dem Stützpunkt, dann gehen wir mal dahin, machen diese komische Verbesserung hier. Ist denn zumindest das eine der ersten Sachen, wir müssen das Schild aufwerten. Nein, das ist das, also das kann jedes Mal kaputt gehen. Ne, wurde es nicht überlesen. Alles gesehen, ich hab's gesehen, dass du mich verstehst und mit dem Arzt um 3 bis 6 Stunden wäre dauerhaft noch liegen und sitzen wäre das haben, ja. Das ist, ja, fühle ich. 3 bis 6 Stunden weder auf der Stauende stechen, noch liegen, noch sitzen, nicht schweres Heben. Ja, also, ekelhaft. Wie ist denn das jetzt mit dieser Mainhand hier? Offhand. Ja. Ja, ist, ich habe halt, was soll ich sagen, 24-7 eine dauerhafte Krämpfe, ein Stechen. So eine Art, fühlt sich an wie Krämpfe und Muskelkater. Ob ich sitze, liege oder stehe, ist scheißegal. Die sind immer da, nur mal stärker, mal schwächer. Schmerzpegel täglich zwischen 6 oder 5, 6, 7, 8, 9, je nach Aktivität, was ich mache. Sitze, liege oder stehe. Und da kannst du nicht einmal durchatmen, keine Sekunde. Ich habe ja keine Punkte für eine zweite. Was mache ich da mit der zweiten? Ach so, dann nutze ich das hier oder was? Das hier? Oder wie? Nee. Ich habe hier meine alte. Ich habe hier meine alte, du. Und ich habe nicht genug Punkte, ich habe nur 19. Also, von daher könnte ich es eh nicht holen. Also zur Not habe ich meine alte und kann weiter grinden. Weißt du? Ich bin ja mit der jetzigen jetzt nicht unzufrieden. Und die müsste ich halt erstmal ersetzen. Klar mache ich mit der mehr Schaden. Wenn ich jetzt das Verlies nicht schaffe, auf höherer Stufe ist auch nicht so wild. Ich kann ja weiter grinden. Slayer. Also im PvP werde ich vernichtet vom Slayer und vom Schurken. Assassine und Slayer. Die beiden. Ja, schreibt jetzt Chiller auch. Du schreibst dann Mach plus 4. Also zweimal sagst du. 81%. Es ist bei mir schon bei 85% schief gegangen. Ach, das ist scheißegal. Das ist dann lass es dann. Ich mach's dann einfach. Was soll's, weißt du? Ich mach's dann einfach. Wenn's kaputt geht, geht's kaputt. Dann fahr mal wieder eine Woche und hol den neuen. Dann probieren wir es erneut. Mal was zu tun im Spiel. Scared ist wurscht. YOLO. Genau, einfach kaputt. Ja, push. Ja, ist ja gut. Dann machst du ja kaputt, ist ja egal. So. Und man kann bei diesem Ding keine Uhr reintun, oder was? Damit das 100% safe ist? Geht das nicht bei einem Durchbruch? Und wie ist das bei den Gelben? Sind die 100%? Oder ist das auch nicht 100%? Also 430, also vom Item-Level ist es schon krass, was, wie stark die jetzt ist. Boah. Also mein Ziel ist es jetzt, die zu zerstören. Weil ich krieg die eh nicht hoch. Und bei 61% ist es halt schon so, uff. Na dann, mach mal weiter. Ist ja nicht der Herzschlag stiegen? Nee, stiegen geblieben. Bin ich so entspannt oder was? Okay, bin so entspannt, geil. Imagine. So, wo habe ich die hin? Da sind die. Aber krass. Dann müssen wir halt Dungeon-Marken farmen, ne? Damit wir jeden Tag den Schwan da reintun können. Oder holen können. Oder jede Woche, oder ich weiß nicht genau. Max Dungeon-Marken. Dann kannst du Stage 3 im 5er machen. Stage 3 im 5er bedeutet das oder was? Alleine oder wie? Naja, deswegen sage ich ja. Alleine. Ich bin ja mehr aus. So. Okay. Dann lasst uns die Waffe, die wir jetzt erarbeitet haben, zerstören. Let's go. I'm ready. Ich finde es gut, dass man da nicht gezogen werden kann. Das feiere ich. Zum Glück, oder hier, dass die verfügbar sind. Auf allen. Das wirst du ja durchdrehen, bis die AP verbrauchen hier. Ich habe auf jeden Fall. Heute Abend muss ich nochmal kurz weg. Da habe ich noch einen Late-Termin. Ich werde euch auf jeden Fall per Chat und per Ton so gut wie es geht mitnehmen. Das schaffe ich noch nicht. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Ich bin halt immer ein Fan und Verfechter von Selbstspielen. Deswegen bin ich kein Fan von Ziehen. Ich werde auf jeden Fall safe in den nächsten Tagen, wenn nicht später oder heute oder morgen, doch noch einfach nur noch einen Chart testen. Damit ich sehe, wie das Verhalten ist. Wie das Verhalten der Charaktere ist und was für einen krassen Unterschied es macht. Ob mein Char wirklich so schwach ist, wie er ist und ob der Slayer und der Assassine wirklich so stark sind, dass ich den Char halt nicht mehr brauche. Mal gucken. Also Nahkämpfer weiß ich nicht, irgendein Range muss ich testen. Letztens, hab doch letztens so ein Ele da gespielt. In der einen Quest wurdest du ja kurz zum Ele. Ich bin mir auch nicht. Ich will auch nicht unbedingt so ein 2-Tasten-Char. Ich will schon mehrere Tastenrücken kombinieren und so spielen das Spiel. Nicht schlafen im Spiel. Aber was ich ja schon öfters im Chat gelesen habe, dass Ele nervig zum Pullen ist irgendwie. Es gibt nichts, wenn man zusammenpullen kann oder so. Stimmt das? Ja, geht das? Ach, das ist Char-limitiert und die Account-limitiert mit den 8 Dungeons? Das ist ja noch geiler. Dann kann ich ja noch mehr Solo-Content machen. Yes! Wie, ich bekomme 24 Tokens und die kann ich dann für einen Char nutzen? Kannst nicht. Ah, stimmt. Ja. Dann ist das Char. Egal. Momentan bin ich eh nur am jeden Tag am Probieren, was für ein Skill ich ändern soll.
was für ein Gear ich mir in Ende holen soll. Ich mache meine Dailies und dann ist das schon fast vorbei. Haben sie nicht, nein. Das wäre das jetzt, aber haben sie nicht, Kassai. Als Ele brauchst du meistens weiter ranziehen als eine Gruppe, aber automatisch wegen der AOE mehr kommen. Ja, wir können ja probieren. Ja, aber das ist ja dann automatisch eigentlich so ein Pull, oder? Wenn du überall AOE reinhaust, pulst du ja. Mal schauen, vielleicht Mystiker gegenheilen. Beste. Schon viel Gutes gehört. Achso, du willst diese Rollen haben, gell, Sherpa? Wenn du nett bist, machen wir dir ein Kompliment. Fishing for Kompliment, sagst du? Hast du das mit Schwimmen geschafft? Also auf ein Elementar? Was ist denn das Geilste? Also, ich kenne nur das Frostdings da, wo mich PvP festhält. Bin zu nett? Ich weiß ja nicht. Also da werde ich, ich weiß nicht. Bin mir dann nicht so sicher. Eigenlob stinkt und so. Weißt du, ich meine? Nur meine Rüstung reparieren. Schon das zweite Mal kaputt heute. Und was ist gut zum entspannt farmen oder grinden? Viel Schaden machen? Gut pullen? Keine Ahnung. Also Feuer, Frost, Farmen, Feuer. Aber im Endeffekt kann man ja immer komplett umskillen, oder nicht? Gut, repariere ich später das und muss dann weniger reparieren, wenn sie kaputt ist. So, okay, let's go. Let's go. It's time. War nett mit dir. Tschüss. Tschüss, Waffe. Oder Offhand. Na, siehste. Okay. Dann haben wir das Problem gelöst. So, dann haben wir die Waffe, die Offhand nicht mehr und können uns genauso, können einfach normal weiterspielen, als ob nichts gewesen wäre. Ihr habt nichts gesehen, das war's. Okay. Gut, dann versuchen wir jetzt an den Tokens ranzukommen, machen das Ganze nochmal. Fertig. Bis es halt funktioniert. So, was ist denn da? Zack. Dann tue ich mal hier rappen. Dann machen wir hier ausgerüstet. Jawohl. Okay, gut. Jetzt schauen wir mal, wo wir diese Marken noch herbekommen. Und wie wir das jetzt machen, das Ganze. Um endless swappen zu können, stell dich auf 5 plus Mio-Kosten ein. Du bekommst nicht alle Runen, aber... Ja, die muss ich ja nicht auf einmal haben, oder? Deswegen Fokus auf Element, bla... Ach so, du meinst beim Element. Okay. Gut. Wo kriege ich diese Marken her? Diese Dungeon-Marken. Aus Dungeons oder nicht? Goblin-Höhle. Eine. Zwei. Drei. Stufenänderung. Auch drei. Transzendenz. Gibt's nicht. Okay, aus den normalen Inis halt dann. Okay. Was empfiehlt ihr mir zum Farmen für die, dass ich die da drei kriege? Was ist denn entspannt? Also auf jeden Fall die mit drei machen. 4x3 sind 12. Kann ich noch 4 machen oder war ich schon in einem? Ich kann noch 4 machen. So, jetzt schauen wir mal, welche Skillung wir aktuell haben. Die hier, die normale, das. Punkte, ja. Dann machen wir das hier. Also der Schwierigkeitsgrad ist egal, oder was? Ist immer das gleiche. 2, 3, dann nur 50. Auf jeden Fall muss ich die machen, damit ich die Sachen habe. Welches ist denn das nochmal? Der Boss wird ein starkes Gift verspielen. Also hier kriege ich 3. Stufe 3 bei dem Apostel vor Hut. Stufe 2. Mit 44 gibt es auch 3. Ach, es gibt nie mehr 3. Ja, als 3. Dann würde ich sogar... Wenn ich jetzt... Alles klar. Viel Spaß beim Einkaufen. Wenn ich jetzt nur das Farmen schnell durch will, reicht dann nicht Stufe 1? Bei 1 hast du die ganzen Neulingen. Willst du viben, reicht 1. Willst du nicht viben, 2 oder 3. Und aber dumm die Lust, die ist nie gemacht. Hast du bei 1 immer. Ja, ich muss halt schauen, wie ich das schaffe am besten. Wie mein Damage halt reicht. Ich weiß nicht, ob es für 3 reicht oder so. Es hat immer noch das Limit. Ich probiere beide einfach. Ich schau mal, ist 3 erst 3. Ja, wenn es... Ja, Skill, Damage, keine Ahnung. Welches davon ist dieser Scheiß mit dem Wirbel und dem Quake? Sind beide das? Oder war das Transzendente verliest? Welches waren diese Dinger, wo ich das hier gebraucht habe? Diesen Scheiß da. Das da. Diese Dinger da. Welche waren das? Okay. Ich kann mir halt gar nicht merken. Ich muss mal in das bewusst reingehen und mal schauen, was ist. Halle des Windes. Okay, das macht Sinn. Und Erdbeertoleranz. Okay. Nie gelesen hier. Macht Sinn. Das ist doch eigentlich cool. Dass man hier die Boss-Mechaniken übt und spielt und sowas. Das ist geil, das gefällt mir ja. Das ist nice. Das ist ja das Geile am Spiel. Du kannst das alleine machen und wenn du scheiße bist, dann bist du scheiße, bist du schuld. Baumhirten, Alter. Das kann ich eh nicht. Das kann ich mit 350. Ich würde das dann mal probieren. Ich weiß nicht mehr, welches das genau ist. Das ist das Höchste, was ich machen kann. Kann ich ja nicht betreten, oder? Ich hab doch Limit. Genau. Ja. Und hier ist 400, ich komme doch da nicht rein. Ja, das auch. Aber da brauche ich 44, hast du recht. Ja, wir müssen das Schild upgraden, natürlich, klar. Wir müssen das Schild upgraden. Wenn es nicht upgraden geht, dann ist halt kaputt. Ist ja klar. Damit du noch ein neues hast. Ja. So, welche Skillung habe ich jetzt überhaupt? Die Skillung mit dem Hammer. Fühle ich jetzt nicht mehr ganz so, aber mal gucken. Schauen wir mal. Welches ist denn das? Wenn ich hier sterbe, kann ich den Boss nochmal machen oder bin ich sofort raus? Wipe hast du gesagt 1, anscheinend bin ich hier sofort raus.
Na, guck mal. Das hat ja kein Limit, oder? Also kein Zeitlimit. Da kann ich uns nicht alle prügeln gleichzeitig. Guck mal. Ich eigentlich wieder was machen, das Scheißchen. Ich konnte halt das andere nicht spielen mit dem Schild. Auch allein schon wegen den Runen. Aber jetzt weiß ich, dass ich darauf hinarbeiten kann, das Schild zu kriegen. Jetzt habe ich halt dann ein Ziel. Das dauert ja ewig, Alter. Meinst du? Das ist ein Feini? Ich bin mir nicht sicher, du. Ich werde von Tag zu Tag unsicherer und irgendwie... Ja, ist schon geil, aber ich glaube, dass alle anderen Chars um uns herum einfach es einfacher haben. Denn wir sind doch so ein bisschen der klassische Tank und nicht die Damage-Dealer. Und das natürlich, klar, hat dann ein Damage-Dealer mehr Vorteile, weil er seine Rolle ausfüllt. Glaube ich zumindest. Hard Gold, echt? Was kriegt man denn für so Run? Einzige, was ich nicht kann, ist 1 als 1 gegen Range-Magie. Also gestern 1 gegen 1 gegen Elementarist war eigentlich ganz okay. Das war jetzt nicht so schlimm, aber ich glaube, der konnte einfach nicht so gut spielen. Weil wenn ich da gewinnende Chance habe, dann ist wild. Ist der Person vielleicht nicht ganz so gut. Hier würde ich halt eher die andere Skillung feiern, wegen dem AOE und dem Bewegen. Was ich machen? Ich kann ja auch so in die Inis rein, auch wenn ich kein Loot kriege. Dass wir die Inis mal studieren und uns anschauen. Mit verschiedenen Skillungen üben. Egal ob Loot oder nicht, das ist doch geschissen. Gibt nur einen Fun-Faktor. Wie kriegt man eigentlich XP hier? Ist das, kriegt man gute XP oder scheiße? Hat jemand gesagt, dass ich nicht Dax sein. Ach, Dax. Diese Range-Ding, ey. Unangenehm as fuck. Immer das Schießen da. Bist du fertig mit Rauchen? Ich habe mich jetzt bei einer Ini angemeldet. Echt? Siehst du so schnell? Quickie gehabt, meinst du? Die gebasht, sagst du? Diese Dinger sind krass, diese schwarzen Kugeln, die da immer eintreffen. Die sind ganz wild. Wie viel es halt wird hier. Ja, ist ja egal, die Geschwindigkeit tötet ja so oder so. Das Gute ist ja, wenn du schneller viel rauchst, dann kannst du auch mehr rauchen. Das ist ja okay. So, hier sind sehr, sehr viele Ads. Ich werde trotzdem mal diese Skillung probieren, die mir gesagt wurde, weil ich möchte das gescheit machen hier. Okay, habe ich alles? Habe ich Double Charge? So viele Punkte? Double Charge, Double Ranziehen. Okay, also 24 Ziggis am Tag. Passt doch, mir okay. Ist nicht viel, ist nicht wenig. Ah ja, ab wie viel Prozentzahl drückt man in die Taste Q jetzt hier? Ich habe das eigentlich auf der falschen Taste gerade. Wie oft soll ich überhaupt mit dem Ding schlagen? Nicht mein Hammer. Scheiße, wenn dieses rausgehen, ey, weil ich halt. Das ist das Problem, man kann es mit diesem Ding nicht stehen bleiben. Oh, das hat jetzt weh. Achso, ich habe ja die andere Skillung. Ich kann das ja gar nicht so spielen, lol. Vergesst, ich habe ja auf meine Skillung gedrückt hier. Geht ja nicht. Ich hab doch meine Skillung gespielt hier, aus Gewohnheit halt. Irgendwann komme ich halt nicht mehr ran an die Scheiße. Ja, ist gut, ist gut. Komm, Hammer. Alter, so viele mich herum hier. Kannst du nicht mal sterben jetzt? Reicht wieder mit dir. 21 Max sind stressig. Und warum nicht einfach lassen? Also einfach lassen? Tut das nicht. Brauchst du das zum Ausgleich von den Sachen, die du hast? So als Ausgleich zu den Schmerzen, die du hast oder so? Okay. Kann man die Sachen, die kann man nicht zählen, gell, die man da kriegt? Die kann man nur kaputt machen, ne? Ja, okay. Das passt ja. Passt, den haben wir ja zumindest Staub hier. Ist jetzt eigentlich die Offhand wichtiger als meine Mainhand, wenn ich mir von diesem Ding so eine Mainhand hole? So ein Durchbruch, ist die nicht wichtiger? Die Offhand hat doch immer weniger, oder? Gut, die waren vorhin dann ziemlich angeglichen hier. Zwar, ja, die waren dann ziemlich gleich. Also du meinst generell, Offhand kann ich halt mehr rausholen als in der Mainhand. Es gibt nicht geiles, als nach dem Essen zu rauchen. Bin ehemaliger Raucher und bin auf Beziehung gestiegen, aber ohne Nikotin einfach zum Nuckeln. Ich antworte. Alles klar, viel Spaß beim Grinden. Viel Spätzle beim Grinden hier. Nicht direkt ins nächste Verein von hier? Nee, das geht gar nicht. Jo, das war ja ganz angenehm. Das hat der Spezi wieder für Geschmarre hier geschickt. Der Spezi hier wieder. Aus seiner Jugend. Wieder die DMCA-Fallen hier schickt er hier. Man kennt ihn. Aber ich muss hier kurz zumachen, das ist ja kalt hier. Ein bisschen auch. Alexa, wie viel Grad hat es in München? Im Augenblick liegt die Temperatur in München, Bayern bei 6 Grad Celsius. Heute Abend wird eine Tiefstemperatur von minus 2 Grad erwartet. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Lol, okay, danke. Minus 2 Grad. Uff. Das wild, sage ich euch. Das wild. Gerade eben gemerkt, musste zumachen. Rücken Arsch gezogen die ganze Zeit. Hey. Mein Rücken gezogen, man kennt's. Ich finde das okay, ich mag das. Jetzt muss ich generell schauen, wenn ich dann so die eine Waffe habe, was ich dann upgraden muss. Aber ich mache das erst dann, wenn ich sie habe. Die Runensteine, die Waffe, die Offhand. So, soll ich nochmal das machen zum Farmen oder ist das... Was ist mit dem da? Stufe 3, geht das? 300 empfohlen und hier Stufe 3 ist 250. Also müsste das mal so schwerer sein. Aber einfach mal was ein anderes machen. Das hier, Stufe 3, fertig. Ist doch der gleiche Loot. Nee, hier ist das dabei. Was ist denn das? 14 Grad Hannover. Wo man Sets für Mana erwecken und nachlesen kann. Wüsste ich jetzt nicht so. Ich habe nur das mit den Luminous, die dann Dinger bekommen von Northgard.
Despacito. Ich hoffe, dass mit der Zeit die Seiten kommen. 12 Mal. Okay, da muss ich mal gucken. Also ich würde jetzt das hier machen. Aber hier ist ein anderer Loot. Nehmen wir nochmal das einfach und fertig. Okay, das war jetzt entspannt. Werde aber mal einfach mal als Spaß mal die Wirbelskillung mitnehmen. Aber so, wenn ich es nicht schaffe, schaffe ich es dann nicht. Ist doch nicht so schlimm. Mal testen. Einfach Bock. Das hier, zack. Ja, mal gucken. Ringeltager auf dem Boss kommt nicht, aber die Ads fallen, glaube ich, schneller. Oder auch nicht. Guck mal einfach. Ist ja egal. Kann ich. Hab Bock, da rumzuprobieren. Wir haben noch Zeit. Ist ja erst früh hier. Krass. Wie langsam die Zeit vergeht. Imagine. Wo komme ich denn her? Gezogen? Nee. Aber ich kann ihn nicht durch ihn durchziehen. Ich vergesse immer. Guten Mittag allerseits. Branks, was geht? Wieder viel hin und her probiert heute. Dir sage ich's. Wieder Skillung probiert. Ihren Durchbruchschild kaputt gemacht eben. Ganz wilde Zeiten, sag ich Ihnen. Ich kann ich echt nicht zusammenziehen. Krass. Zu viel geschlafen? Oh, ist doch eigentlich geil. Schaffe ich nicht. Ich habe mir 2 Stunden Ruhe gegönnt heute Nacht. Früh aufgestanden, geduscht, gefrühstückt, rasiert. Muss nachher nochmal raus. Ja, aber wenn du viel vom Tag haben möchtest, ist ja natürlich klar, früh aufstehen. Aber schau, so kannst du dann vom Tag haben und auch von der Nacht. Das ist ja noch besser. Dann bist du ja Tag und Nacht aktiv. Hast du ein bisschen noch was vom Tag und ein bisschen was von der Nacht. Das ist ja mehr wert als nur vom Tag. Von 7 bis 1 Main, sagst du. So spießig bist du. Luna, moin, was geht? Na? Klar, du sagst du. Okay. Was ist der, der Spaß macht und gefällt? Ich bin nicht der Letzte, der sagt, nein, mach das nicht so. Oder der Erste, wer weiß. Mal gucken, wie sonst noch so sage. Ach so, ich habe eigentlich die ganze Zeit bisher gespielt. Hattest du bei mir was anders gesehen, sehr gespielt? Also noch. Ja, ist auch beste Winter hier. Im Urlaub, Sommer, gigantisch. Zu Hause, Winter, gigantisch. Immer. Noch nie einen anderen Char gespielt. Das ist mein einziger Char, ja. Ich überlege schon seit Tagen, was anders anzufangen, weil einfach irgendwie ist es einfach nicht so geil mit dem Char anscheinend. Jeder ist, kann viel mehr. Mal gucken. Okay. Also mit der anderen Skillung habe ich eindeutig schneller den Trash hier geschafft. Wie, hast du heute Bad Hair Day, sagst du, Luna? Ne. Hast du heute Bad Hair Day? Das wäre schlimm. Da würde ich ja strugglen hier, mal gucken. Mit der Skill würde ich einfach SRIP hier. Hab mich für eine Klasse entschieden, weil das einfach nicht so lange dauert. Autoritas, ja? Du bist halt nicht dafür geeignet, schnell und viel Schaden zu machen, glaube ich. Aber das ist ja auch okay, glaube ich. Was meinst du? Jeder hat so seine Rolle, die er schlüpft. Kann ich auch. Schau ich. Kann ich hier stehen bleiben mit dem Wirbel, selber wirbeln, wenn sie wirbelt? Ja, also jetzt hat es funktioniert zumindest. Also gegenwirbeln im Endeffekt. Also wenn ich schaffe, versuche ich länger an ihr dran zu bleiben. Am anderen musste ich immer wieder weg. Wenn ich jetzt verreck, ich möchte ein bisschen verschiedene Sachen probieren. 7 Stacks, wann? Jetzt. Die Assassine ist schon super krass. Du kannst damit super viel Schaden machen, sehr schnellen Schaden. Aber wenn ich jetzt sicher, ich glaube bei der Skillung kann ich einfach näher an ihr dran bleiben. Die ganze Zeit. Ich verwende meine ganzen Deaths, wenn sie irgendwas macht. Macht meine Death. Kann ich jetzt... Oh, okay, das war jetzt krass. Okay. Und jetzt dann. Komm, wegen mein Skill nicht. Lol, oh, das Cooldown. Schon das zweite Mal. Das frech. Also Assassiner ist Ultra. Macht super viel Schaden. Assassiner und Slayer ist Ultra. Also hier kann ich echt fast die ganze Zeit dranbleiben. Ich hab gegen halt durch den Schaden. Außer bei dem ist es halt krass, bisschen mit dem Wirbel. Ich glaub, ich richtig überflogen hab den Text. Du kannst dich nur für einen Beruf... Auf einen Beruf... Spezialisieren. Du kannst alles so ein bisschen machen, aber spezialisieren nur auf einen. Falls das die Frage war, muss ich dann nochmal richtig lesen. Weil da es hier nicht um Zeit geht, ist das, finde ich, so einfach spaßiger mit der Skill. Keine Ahnung. Jo, hat länger gedauert, aber war, fand ich, witziger. Kannst du immer wieder wechseln? Ja? Okay. Ist aber bestimmt nicht ohne, also bestimmt mit viel Aufwand, dass du dann wieder hochkommst. Verlierst du den Skill des Experten? Musst du dann neu skillen? Also ich fand das jetzt witzig so. Also ich meine, das war okay. Von dem Ding her. 2K Gold dafür zahlen, verlierst sonst nichts, wenn ich für ihn einfach mehr Loot. Ja klar, na klar. Also kannst du dir theoretisch, was weiß ich, was gibt's denn für Expert-Dinger hier? 80. Okay, das sind aber die sekundären Berufe. Ich dachte, die Herstellerberufe sind gemeint. Also Waffen, Rüstung oder so. Dass du dann Experte wirst bei Waffe, tust die beste Waffe herstellen und danach gehst du Experte bei Rüstung, tust die beste Rüstung herstellen. Hat deine Sammelbuch irgendwann fertig oder kommt es mal wieder neu? Ich mir vor, das ist gar nicht weniger mit dem Sammelbuch irgendwie. Ja, das dauert ja mit der Zeit. Ist es halt doch heftig. Ich hab noch gar nichts gemacht beim Crafting. Da bin ich noch immer noch im Grinding-Modus hier. Kann ich denn jetzt was herstellen, was mich spielerisch weiterbringt? Hab plötzlich für 700 Quests und weiß nicht, wo die alle herkommen. Geil! Das ist doch das Beste. Dann kannst du einfach hin und her gehen und alle erledigen. Ist doch schön. Cool. Level up vielleicht? Du hast irgendeine Quest abgeschlossen, dann werden manchmal noch andere freigeschaltet. Einfach Spaß am Spiel. Muss man denn was craften, damit man an die Rüstung kommt, die man später braucht? Oder kann man einfach versuchen, sie so zu kriegen? Also durch
aufwerten oder was weiß ich, Inis. Kann ich hier nicht irgendwie LOS gehen, dass sie zusammenkommen? Gibt ja keinen LOS-Bereich, oder? Aua, was ist mit dir? Doch weh zu meiner Kleinen hier. Minenexperte. Einfach Angelexperte werden. Angeln ist das Beste. Am einfachsten, da kann man da stehen und chillen. Bei anderen muss man rumlaufen, muss immer auch Mobs kloppen. Einzigartige Einzel Behälter Waffen. Rüstung Schmied, Behälter Waffen, Schmied Angeln und so weiter, okay. Einzigartig heißt, du musst es machen, damit du das stärkste Gear kriegst später. Oder nicht? Okay. Und was würdet ihr sagen, lohnt sich beim Warlorder? Und ich schätze, man kann auch nur für sich selbst was herstellen. Man kann nicht jetzt dann Twink oder sowas geben, ne? Ach doch, muss man ja. Doch, stimmt. Natürlich kann man es weitergeben. Weil das den Guide, den ich gesehen hatte, der hatte gemeint, man kann sich einfach eins richtig spezialisieren und für die anderen Sachen holt man sich aus dem Aha halt. Genau, klar. Aber dann kannst du mit deinem Main das herstellen und einen Twink geben. Aus der Kiste. Muss ja gehen. Also ich treffe jetzt nicht ganz so viele, die Warlord gestartet haben und bei Warlord geblieben sind. Einige ja, die meisten haben dann gewechselt. Oder was vorhin im Chat stand, einfach 2 auf 40 haben, dann kann man immer schön Inis farmen. Kann man noch mehr PvE-Content machen. Vielleicht näher bringen, das Mikrofon kann man. Stacks. 6, 7, Hohn und Go. Ich werde bis nach Hamburg übers Wochenende lesen und ist Dienstag wieder. Alles klar, Maggi. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende und viel Spaß in Edgeburg. Bis Dienstag dann. Also es dauert schon länger, ja, aber hier ist keine zeitliche Begrenzung. Macht mehr Spaß im Deskid um den Boss hier, also den Boss-Team. Nein, kannst du nicht reparieren. Musst du neu bauen oder neu kaufen. Das kann dir auch ein Nicht-Experte sagen. Wisst ihr? Zu dem ich mich zähle. Sag dir, wie es ist hier. Non-Experte am Start. Ich melde mich. 2 Stacks zu wenig. Mit Angel fast Max. Also wenn ich mich jetzt auf Angel-Expertisiere, also ne, spezialisiere, kriege ich da mehr Fische. Was muss ich für Epic Pink Shield hauen? Bin Schattenmoor. Was muss ich für Epic Shield hauen? Was für ein 20 bekommen? Ich weiß nicht mehr genau. Was ist denn bei der Wachstumsquest? Ich habe einfach die Quest gemacht und hattest du noch. Hast du die Quest gerade oder wie? Nein, könnte. Wird nicht auf der Karte. Aber Autoreise geht auch nicht? Habe ich mir nicht gemerkt, weil es einfach so ging, ohne dass ich hingeschaut habe. Meistens merke ich mir nur Sachen, wenn ich Probleme habe und nachschauen muss und so. Aber es einfach so geht. Die Münze ist die Verwendung. Mit dem Rechtsklick auf das Objekt lässt sich der Münzladen des alten Nuskats öffnen, um das Objekt zu kaufen. Bestätigen. Geheimbuch. Über die Herstellung von Steinen der Garantie. Alter, so viele komische Sachen hier, was ich hier habe. Ich habe hier ganz wild. So, ich finde das mit der Blaze-Storm-Skillung ganz witzig. Ich kann mich da bewegen. Stunde noch, dann Wochenende. Wie sich diese Minuten ziehen. Ach, du bist doch entspannt hier im Stream. Schreibst hier komische Sachen.